Ups. Zu kalt das Wasser. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Platz 15 meiner Top 100 Lieblingsfilme. Böse Zungen behaupten ja, wann immer Francis Ford Coppola Geld brauchte, drehte er einfach einen Patenfilm. Und das mag vielleicht sogar stimmen, aber ich finde, egal aus welcher Motivation heraus er das tat, er hat es gut getan. Und das ist auch der Film, über den ich heute reden will. Und zwar der Pate Trilogie. Nicht? Ich nehme jetzt mir mal hier exemplarisch Teil 1 in die Hand, weil ja, es ist ja immer die Debatte, welcher von beiden ist der bessere Film, Teil 1 oder Teil 2. Ich sage, Teil 1 ist der bessere Film. Nicht, weil er zuerst erschienen ist, sondern weil er mir persönlich besser gefällt. Auch wenn Teil 2 natürlich auch seine Reize hat. Aber irgendwie finde ich die Geschichte des ersten Teils besser. Ganz kurz gesagt, Francis Ford Coppola, also der eigentlich Erschaffer des Ganzen, wollte eigentlich gar nicht unbedingt einen großartigen Mafia-Film drehen. Ihm ging es mehr darum, einfach so eine Art Familienporträt zu zeigen, und das ist ihm hervorragend gelungen. Allerdings, ja, muss man sagen, anhand der Mafia oder anhand einer Mafia-Familie, die es natürlich jetzt nicht in Wirklichkeit gibt oder gab, aber er hat sich so exemplarisch rausgenommen. Ja, die Familie Corleone, der Vater, gespielt von Marlon Brando, kam vor vielen, vielen Jahren als Kind auf der Flucht von Italien nach Amerika und wollte sich halt hier oder musste sich da halt so durchschlagen. New York war damals so die große Anlaufstelle und nun ja, er hat versucht, auf ehrlichem Wege sozusagen sein Leben zu bestreiten, aber er merkte schnell, dass das nicht so einfach ist, weil es eben viele gibt, die das nicht machen und die einfach sehr viel erfolgreicher sind. Und ja, was er anfing aufzubauen, war eigentlich weniger wirklich so eine Mafia-Gesellschaft, wie man sie sich vorstellt, sondern ihm ging es wirklich darum, dass Leuten geholfen wird, dass man sich sozusagen untereinander hilft und er eben so ein bisschen das Ganze leitet und über dem Ganzen steht. Und nun ja, nicht? Trotzdem ist das irgendwann so ins Milieu sozusagen abgedriftet. Und das war eigentlich jetzt eher so die Handlung des zweiten Teils, das ist so eine Art Prequel, zumindest ein Teil davon. Und im ersten Teil geht es eben darum, dass diese Familie, die ja bekannt dafür ist, dass der Pate eben angegriffen und niedergeschossen wird und sein Amt abgeben muss. Und erstaunlicherweise ist es nicht der hitzköpfige älteste Sohn, Santino oder Sonny genannt, sondern es ist der junge Michael, gespielt von Al Pacino, ja, Sonny gespielt von James Caan, hab ich ganz vergessen, der durch seine besonnene Art hier die Familie definitiv weiterführen wird und in neue Regionen sozusagen reinführt. Und ja, das Ganze ist sehr, sehr ruhig, sehr getragen, wie immer, nicht? Ja, halt ein Drama, muss man ja wieder eigentlich so sagen, nicht? Also man sieht wirklich so alle Facetten dieser Familie, nicht? Da gibt es noch die Tochter Connie, gespielt von Talia Shire, auch bekannt als Mrs. Rocky Balboa, die ja, Probleme mit ihrem Mann hat. Nicht? So beginnt der Film mit der Hochzeit der beiden. Ja, sie hat halt, ihr Mann schlägt sie und ja, es ist alles nicht so gut und natürlich kümmert sich die Familie auch darum. Ja, mein Gott, also ich denke mal, wahrscheinlich jeder Film interessiert, also ich möchte jetzt wirklich mal sagen, dass jeder, der sich meine Videos hier anguckt, diesen Film einfach kennt. Das ist wahrscheinlich
tatsächlich als Filminteressierter ist das Pflicht, diesen Film oder diese Filme, ne, es gibt ja noch zwei andere, zu kennen. Es ist einfach großartiges Kino. Ich glaube sogar, dieser Film ist nach Citizen Kane der zweitbedeutendste amerikanische Film aller Zeiten. Also irgendwie haben da mehrere Magazine oder ein Magazin, keine Ahnung, aber jedenfalls gibt es da so eine Liste so der einflussreichsten und besten und ja, angesehensten amerikanischen Filme. Und da ist auf Platz 1 natürlich Citizen Kane, ganz klar. Und ist auch ein großartiger Film, muss ich dazu sagen. Habe ich nicht auf DVD oder Blu-ray, deswegen kann ich schon mal gleich sagen, der wird hier nicht erscheinen. Aber auf Platz 2 kommt dann gleich der Pate, nicht? Ein Film, bei dem auch irgendwie, also Steven Spielberg jetzt nicht drin hing, aber, oder war das George Lucas? Irgendwie jedenfalls, es gab so in den 70ern so diese Clique, sage ich mal, so Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, George Lucas, die so irgendwie alle drei junge Filmemacher waren und sich irgendwie so gegenseitig unterstützten. Und versuchten da so ihre Projekte so ein bisschen voranzutreiben. Und hier gibt es ein Making-of dazu, da war das irgendwie so drin, war sehr interessant. Oder Making-of eigentlich nicht, eher so eine Dokumentation. Sollte man sich mal angucken. Ja, hat auch zig Oscars gewonnen, zu Recht, völlig zu Recht, wie ich finde. Ja, lustigerweise, Marlon Brando hat, glaube ich, damals den Oscar für als bester Hauptdarsteller gewonnen, obwohl er eigentlich so ungefähr nur die erste Hälfte des Films auftaucht, aber er war zu dem Zeitpunkt einfach der Name, nicht? Al Pacino war noch ein ganz junger Schauspieler, eigentlich eh schon Wunder, ihm so eine Rolle anzutragen, aber es war ja auch kein großer, ja, kein A-Movie sozusagen oder A-Movie, sondern es war ja eher so ein B-Movie, so ein kleinerer Film, trotz Brando. Alle anderen Schauspieler waren ja eher, ja, wie gesagt, noch sehr jung oder schon über ihren Zenit hinaus, falls sie jemals einen hatten. ja, und natürlich bester Film auch gewonnen damals und keine Ahnung, was welche anderen Punkte er jetzt noch geholt hat. Hätte ich vielleicht mal vorher nachgucken sollen, habe ich jetzt nicht, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, war ein Riesenerfolg. Natürlich wurde sofort nach einer Fortsetzung geschrieben, die kam dann 2 Jahre später mit Teil 2. Wie gesagt, geht zum Großteil auf die Vorgeschichte des Films ein. Also, nicht wie dieser junge Don Corleone sozusagen, wie er zu dem wird. Aber gleichzeitig wird parallel auch weiter die Geschichte von Michael erzählt, der ja immer irgendwie ähnliche Situationen durchläuft wie sein Vater eben früher als junger Mann. Ja. Damals auch mit dem jungen Robert De Niro, der dann Marlon Brandos Part übernahm, eben als junger Mann, hatte halt auch die heute sehr gefeierten Schauspieler, ich habe es ja bei Heat schon gesagt, ne, hatte die beiden Schauspieler De Niro und Pacino in einem Film. Damals war das jetzt noch nicht so spektakulär, aber die beiden hatten eben keine Szene, weil sie in unterschiedlichen Zeitebenen operierten sozusagen. Deswegen hatten sie da nicht zusammen zu tun. Das dauerte bis Heat, bis sie endlich mal zusammenspielen durften. Ja, die Diskussion ist eben, ne, welcher von beiden ist besser. Ne, ich bin mehr hier, ein Freund von mir ist eher hier. In Scream 2 wird auch gesagt, der hier, keine Ahnung wieso. Man wollte sich das wohl mit der 2 so irgendwie ein bisschen erhalten, keine Ahnung. Ja, und dann dauert es viele Jahre, bis noch ein dritter Teil nachgeschoben wurde. Ich glaube von 1990 ist der. War sogar, wie ich hier lese, für 7 Oscars nominiert. Wahnsinn. Aber viele, und das muss ich sagen, auch zu Recht, finden ihn eigentlich eher schwach. Nee, also zumindest im Vergleich zu den anderen Filmen. Er hat nicht mehr so diesen, ja, ich weiß nicht, so dieses Feeling ist halt nicht mehr so da. Nee, und deswegen hatte ich auch gesagt, immer wenn Coppola irgendwie Geld braucht, wurde er irgendwie dran gesetzt mal wieder, oder setzte er sich wieder dran, einen Paten zu machen, weil es einfach eine sichere Bank ist. Es existiert auch seit Jahren, meiner Meinung nach, das Gerücht, also ich kenne es so seit Ende der 90er, dass immer noch irgendwie ein vierter Teil kommen soll. Ich weiß noch, damals war irgendwie Leonardo DiCaprio im Gespräch, aber soweit ich weiß, gibt es bisher keinen vierten Teil. Und gut, also bleibt es momentan noch bei einer Trilogie.
von mir aus, wenn noch ein vierter kommen soll, gern. Nicht? Wäre ja mal interessant zu sehen, wie die Familie sozusagen weiter existiert hat. Ja, meine Lieblingsszene bei, also zumindest beim ersten Teil, beim dritten habe ich keine, die kann ich gleich mal zur Seite packen. Beim ersten Teil, die Lieblingsszene ist eigentlich wieder diese Mafia-typische Endabrechnung, nicht? Also ich weiß nicht, ob es jetzt durch den Paten erst sozusagen eingeführt wurde, dieses Klischee, aber ich finde es absolut genial. Nicht so, wenn am Ende ja mit allen Feinden sozusagen so in einem Atemzug abgerechnet wird und auch so die Handlung immer hin und her springt und da wird der gekillt, da wird der gekillt, da wird der gekillt. Super. Ne, ist eine absolut grandiose Szene, zumal gleichzeitig Michael so in der Kirche bei einer Taufe ist und halt dem Bösen abschwört, so vor den Augen Gottes. Und er halt vorher diesen Schachzug gemacht hat, dass eben da alle seine ja, Feinde, möchte ich jetzt mal so sagen, erledigt werden. Das ist einfach eine ganz großartige Szene. Und wie immer muss ich halt auch sagen, sehr schön realistische Gewalt, auch wenn es jetzt so Anfang der 70er war, es jetzt noch nicht so super blutig, aber manche Sachen sind schon sehr geil gemacht. Also nicht wie einer so durch eine Brille erschossen wird und dann das Blut so runterläuft, ist sehr cool gemacht. Ne, also da muss man sagen, top. Ja, im zweiten Teil ist es, wenn Robert De Niro sozusagen nochmal in seine alte Heimat jetzt als junger Mann zurückkehrt und Rache an dem Mann übt, der ihn überhaupt erst vertrieben hat, der seine Mutter getötet hat, der, glaube ich, sogar auch seinen Vater auf dem Gewissen hat und so, und der eigentlich auch ihn töten wollte. Und er kehrt jetzt halt zurück und da ist noch dieser uralte Don, der eigentlich kaum noch hören kann, kaum noch sehen kann und der ihm dann so das Messer so in den Bauch rammt und einmal so quer hochzieht. Auch also wieder sehr gewalttätig, aber absolut genial gemacht. Das ist eine sehr, sehr coole Szene. Ja, und wie gesagt, beim dritten fällt mir jetzt spontan nichts ein, was da so im Gedächtnis geblieben ist. Ich finde nur schön, dass George Hamilton mitspielt, der großartige George Hamilton. Mal wieder in einer Rolle. Ja, der Pate. Was gibt's noch dazu zu sagen? Fällt euch noch was ein? Nein. Okay. Gut. Ja, das wäre es schon wieder gewesen für heute. In 3 Tagen geht's weiter. Und bis dann bleibt mir nur zu sagen, ich sage ja zu deutschem Wasser.